Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht weiter. Ja, mit unserer Mannschaft haben wir einen souveränen ersten Sieg gelandet. 5:1 und danach ist der Gegner rausgegangen. Ich glaube, 70. Minute oder so war das. So, deswegen wollen wir direkt weitermachen. Und nächste Partie. Und dann gucken wir mal, was so auf uns wartet. Sollen wir es so mal spielen? Das wäre bestimmt richtig toll. So, was hat er Schönes? Überschaubar, ne? De Bruyne. Juve-Spieler kenne ich nicht. Ach nee, das ist ja Newcastle. Entschuldigung, links. Weiß ich jetzt nicht, welcher das ist. Allgemein, De Bruyne. Keine Ahnung, der muss ja noch ein paar richtig gute auf der Bank haben, ne? Leicester City, Football City. So, jetzt kommen seine ganzen Guten, schätze ich mal. Warum er die jetzt nicht von Anfang an im Team hatte, ist mir jetzt gerade mal ein Rätsel. Aber gut, dann können wir den ja schön über 120 Minuten spielen lassen, wenn er jetzt schon alle drei Auswechslungen macht. Mal gucken. Vielleicht hat auch nur der Postbote oder so geklingelt, keine Ahnung. So, wir haben ja Zeit, ne? Oder habt ihr noch was vor heute? So, 16 Uhr, da ist der Tag ja eigentlich schon vorbei, ne? So, keine Auswechslung, Einwechslung. Oh mein, der läuft aber richtig los hier. So, darf ich dann vielleicht meine Einstellung machen mal eben? So. So, nämlich immer ein bisschen nervig, wenn die am Anfang immer direkt los. Oh, Ronaldo, Depay. Und ja, okay. Ja, ist mir jetzt ein Rätsel, warum man die denn immer nur erst einwechselt. Sind die irgendwie gecheatet oder so? So, da hat sich der erstmal lang gemacht, der gute Ronaldo. Oh, was ein schlechter Ball, ey. Ist klar. Klasse. So, Isco ist jetzt nicht der sprintstärkste Spieler. Muss aber nicht sein. Eine gute Flanke würde mir schon reichen. Und Tor 1. Was? Abseits? Mein Gott, Ronaldo, wie kannst du denn da aus dem Abseits und dann hingehen und den Neymar den Ball wegnehmen? Was für ein doofer Spieler. Ich bin mir sicher, dass der Gegner da mal ganz kräftig durchgepustet hat. Oh. Och Mann, ey. Ah, das war Weißt du, und so ein Tor, der kriegt dann so ein Kuller-Ding rein, ne? Was denn da noch lächerlich? Oh. Ja,
Okay. Oh, hätten wir den nicht am Ende auch noch mal einmal kurz behalten können? Das scheint immer unseren Gegner vorbehalten zu sein. Und das war nicht so gut gespielt. Da war deutlich mehr drin in der Situation. Ey, genau. Und er behält den Ball am Fuß. Mensch. Ja, ist klar, ey. Das ist so scheiße, das Spiel manchmal. Ich habe den Ball abgenommen und der läuft trotzdem weiter. Lächerlich, ey. So lächerlich. Hier sehen wir es. Da ist der Ball eigentlich weg. Und der andere Spieler, der geht da nicht ran. Nein. Muss er nicht. Und dann knallt er auch den Ball in den Winkel. Klar. Immer gerne. War wieder mal eine Freude. So, okay, jetzt werde ich hier gerade ein bisschen doof. So, ist ja noch nichts vorbei. Ja, ein bisschen spät gespielt. Tick früher. Oder halt selber abschließen. Ja, ich möchte auch gar nicht das umstellen. Nachher laufen wir da an einen Konter nach dem anderen. Das ist jetzt schon gerade kribbelig genug. Schade. Ja. Ungefährlich. Zum Kotzen, ne? Einfach nur zum Kotzen. Ja, ist ja schön, dass wir zweimal den Ball zurückbekommen, aber kacke, wenn der dann halt direkt wieder weg ist und wir da gar nichts machen können. So, und so langsam muss ich dann halt aufmachen und entweder klingelt es halt dann richtig oder wir kommen eventuell nochmal ran, aber naja. Nein, muss man keinen Elfmeter für geben. Fick dich, Schiedsrichter. Fick dich. Wenn es 4-0 steht, dann höre ich übrigens auf, ne? Dann gehe ich auch raus. 3-0 traue ich mir noch zu. Aber 4-0 ist ein bisschen ätzend. Ja, ist auch zu billig gespielt, ne? Ich hoffe die ganze Zeit, dass wir vielleicht mal Glück haben und irgendwie mal den Ball halt mal so bekommen, dass wir da mal einen Konter aufziehen können, aber naja.
Ja, ich habe es wirklich versucht nachzumachen. hat nicht geklappt. Wäre, glaube ich, auch, weil wir Nachspielzeit hatten, auch ziemlich doof gewesen, aber ist egal. Meine Fresse nochmal. Ah, den hätten wir auch einfach. Naja. So, rein in die Knochen. So langsam bin ich wieder so weit, dass ich hier gerne mal in die Knochen reinspringe. So, die Einladung habe ich mal angenommen. Ich hätte auch die rote Karte von ihm genommen, aber der hat mich leider nicht mehr ganz erwischt. Schön wär's. So, ist das etwa die nächste Einladung? Oh, was für ein scheiß Pass, ey. Was macht er denn draußen? So, jetzt verstehe ich's. Nein! Yes! So, und jetzt gib's auf die Fresse, Kollege. Aber richtig. Nein! Nicht sowas jetzt. Ah! 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 Scheiße! Okay, ich muss ein bisschen ruhiger werden. So, und Figo, lauf! Mitte, Ronaldo! Ronaldo! Oh, das gibt's nicht! Elfmeter! Da haben wir ihn! Ah! 3:3! Und das ist noch nicht alles gewesen, Kollege! Das ist noch nicht alles gewesen! Ganz sicher nicht! Der kann froh sein, dass das eben nicht schon das 3:3 war.
Nee. Oh, verdammt. Nein. So nicht. So, Figo nochmal. Schön wär's. So, jetzt ist mal hier was los. Ja. Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich da... Wie der mich weggeschubst hat. Klare Rote. So. Also, ich muss mal hier so ein bisschen... die langsamen Spieler mal rausnehmen. So, Wölkert ist ein bisschen schneller. Isco. Ja. Okay. So, wir sind noch nicht fertig mit diesem Spiel. Ist nicht so geil gelaufen, der Freistoß. Sehr gut. Meinetwegen auch Verlängerung. Ich glaube, wir können den auch in der Verlängerung schlagen. So wie das jetzt aktuell gerade läuft. Habe ich da keine großen Bedenken. Oh. Ui, ui. Gibt nochmal Freistoß. Ah, ist das scheiße jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ah, so, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Und jetzt haben wir drei frische Spieler vorne. Und jetzt... Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Die defensiven Mittelfeldspieler, die sind zwar voll im Arsch. Ronaldo hat auch nur noch ein bisschen. Aber über rechts haben wir hier einen mit 96 Sprinten. Das kann interessant werden, auf jeden Fall. So, wir müssen nur mit der Scheiße jetzt hier aufhören. Nein. Ja, müsste Freistoß geben. War ja Vorteil. Eieieiei. Wölkert! Meine Fresse nochmal! See you, Wölkert! Nein! Nein!
War auch dämlich. Oh Gott, ist das doof jetzt. Naja, 20 Minuten haben wir noch Zeit. Da sah es schon mal übler aus. Oh. Nein, Abseits. Ach, verdammter Scheiß. Ja, ist egal. Ist egal. Muss gestoppt werden, auch wenn es gelb-rot gibt oder direkt rot. Ist ja auch egal. Juckt mich jetzt gar nicht. Mann. Ey, das ist eine knappe Nummer hier. Gott, und wir hatten diese eine Chance, als es schon 3-2 noch stand. Und dann Ronaldo und dann macht er den nicht. Ey, das kann echt nicht sein. Vor dem Elfmeter, vor dem 3-3. Nein! Oh, ein bisschen weit vorgelegt. Glück gehabt. Ah, 100 Meter im Abseits. Hey, was? War auch abseits. Wäre natürlich eine super Parade gewesen. Oh. Und dann startet der nicht. Ey, ist das jetzt ein Witz oder was? Schnell nach vorne jetzt. Letzte Chance vielleicht nochmal. Ach, meine Fresse, ey. Ja, das ist es gewesen jetzt. Oder vielleicht doch noch nicht. Firmino. Einwurf. Ach, den... Scheiße, ey. So sauknapp. Mit so einem fucking Elfmeter. Ohne Scheiß, ey, wir hätten es nach 3-0 noch in der zweiten Halbzeit echt drehen müssen. So eine guten Chancen hatten wir. Ich bin auch fertig jetzt, ey. Verdammter Mist. Naja. Schauen wir mal rein. Goldset. Hernanes, naja.
Die werden alle für einen Mindestpreis verkauft, für 250 Coins. 200 Coins sofort. Die gehen auch meistens alle weg, die Verträge und so. Und Fitness. Ah. Herzlichen Glückwunsch, ja, super. Hammer Spieler wieder. Krasse Nummer. Naja. Also Leute, denn nächste Folge geht's weiter mit einer neuen Runde Online-Draft. Und wäre schön, wenn wir uns dann wiedersehen. Macht's gut, bis dann.